Heute zeige ich Ihnen eine Spezialität, das ist die Moritzburger Hirschroulade. Wir benötigen dazu aus der Hirschkeule möglichst die Oberschale. Beim Abschneiden der Rouladen beachten, dass Sie gegen die Faserung schneiden. Sie sehen das hier genau, dass wir am Schluss unser Produkt haben, diese fertig geschnittene Roulade. Zum Füllen nehmen wir die gut geputzten Pfifferlinge, die wir mit Speck anbraten und Knoblauch und Salz und Pfeffer würzen. Wir legen uns die Rouladen flach auf unseren Arbeitstisch, beachten dabei, wenn Sie die Schmetterlingsschnitt gemacht haben, dass diese zusammenhängende Kante nach innen zeigt. Ich mache hier das Gericht für 4 Portionen, also haben wir 4 Rouladen, die ich in der Größe von 200 Gramm geschnitten habe. Wir plattieren diese Rouladen, also klopfen diese Rouladen ganz leicht. Wir haben hier ein relativ zartes Fleisch, weil wir das aus der Oberschale genommen haben. Es geht nur darum, dass diese Erhebungen ein bisschen abgeflacht werden. Wir würzen mit Salz und Pfeffer, günstigenfalls eben mahlen. Das ist die beste Würzkraft. Beim Benutzen von Salz darauf achten, dass wir ja Räucherspeck reinmachen, der schon von sich aus sehr salzig ist, also zaghaft sein. Wir nehmen noch Wacholderbeeren, die leicht zerstoßen sind, legen überall ein bisschen was rein und schlagen das einmal zusammen, dass die ein bisschen durchziehen können. In der Zwischenzeit bereiten wir uns die Füllung aus Pfifferlingen, Zwiebeln und dem Knoblauch und Speck zu. Zum Anbraten für die Pfifferlinge nehme ich einen schönen mageren Rückenspeck, der vom Geschmack sehr gut ist und am Ende aber auch noch nicht sehr fettig. Speck lassen wir richtig heiß werden, fügen die Zwiebeln dazu, würzen diese Zwiebeln kurz mit an und schön reichlich nehmen, es soll ja die Füllung für die Rouladen werden. Für 4 Rouladen ca. 600 bis 800 Gramm gut geputzte Pfifferlinge nehmen und das Ganze gut durchbraten, bis das eine homogene Masse wird, als es sich leicht gebunden hat. Sie brauchen die Pfifferlinge nicht klein schneiden, durch das Braten werden die ja weich und fügen sich dann gut als Masse in die Rouladen ein. Nach 10 Minuten haben wir die leicht gebunden durch das Fett und die zergangenen Zwiebeln, diese Pfifferlingsmasse. Wir lassen sie jetzt etwas auskühlen, so heiß können wir die nie in die Rouladen reinfüllen. Leicht ausgekühlte Masse füllen wir jetzt in unsere Rouladen. Schön reichlich, das drücken wir dann beim Wickeln zusammen. Und Sie sehen mit dem vielen Speck hier drin, dass man mit dem Salz vorsichtig sein muss. Jetzt kommen wir zu dem Moment, wo wir das wickeln. Deswegen haben wir uns die Rouladen auch in Form plattiert, fassen das schön zusammen, schlagen die Seiten ein und drehen, ist die Rouladen fertig. Sie können die Rouladen anschließend mit Strick zubinden oder klammern oder mit einem Holzstäbchen feststecken. Das ist Ihnen überlassen. Sie können sie aber auch eng in den entsprechend großen Topf legen. Setzen Sie in den Topf ein und braten schön an. In diesem Fall werden die Rouladen nur von einer Seite angebraten, wo unten die zusammengeschlagen sind. Ich gebe dann das Bratgemüse mit dazu. Die Rouladen werden deswegen nicht so stark angebraten, weil das Hirschfleisch zu schnell austrocknen würde. Soll ja auch schön saftig bleiben. Noch etwas von dem gehackten Knoblauch mit dazu. Das Zwiebelwürfel. Möchte das Ganze hier etwas Rotwein ab, einen trockenen Rotwein nehmen und füllen mit ca. 1/4 bis 1/2 Liter Brühe, dass die Rouladen voll bedeckt sind, auf. Und das Ganze lassen wir dann abgedeckt langsam eine Stunde lang köcheln. Wichtig ist, mit dem Temperaturfluss zu garantieren, dass die Rouladen gut bedeckt sind. Den Fond nutzen wir dann, den seilen wir durch einen Sieb und ziehen uns dann die Soße raus, die man nach Bedarf mit Rotwein nochmal abschmeckt, ein paar Spritzer Essig und etwas Zucker. Nach ca. einer Stunde sind die Rouladen fertig. Sie sehen, auch wenn sie nicht gewickelt sind oder geklammert, dass sie einen guten Halt haben. Das Fleisch ist noch schön saftig. Aus dem Fond, wo die Rouladen gekocht haben, ziehen wir uns dann die Soße, die Sie mit Preiselbeeren, Rotwein, etwas Zucker noch abschmecken können, je nachdem, wie Sie das möchten. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, Hirschfleisch ist ein sehr gesundes Fleisch.
Die Enzyme und Vitamine, die es enthält, sind sehr wichtig für den menschlichen Organismus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Zubereitung und Freude beim Essen. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf Topfgucker.tv. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren